Jo moin, in diesem Video spielen wir das globale Turnier. Nachdem wir letztes Mal im globalen Turnier, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was wir gefinisht haben, aber auf jeden Fall in die Top 50 der Welt, ich glaube 20. oder so, wollen wir diesen Global Turnier wieder angreifen. Aber was dann passiert, habe ich nicht mitgerechnet, haben die Zuschauer nicht mitgerechnet. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Clash-Reviews zu verpassen. Schreibt mir in den Kommentar, wie findet ihr die Meta, wie lief euer Global Tournament und wollt ihr ein Video sehen, wo ich meine Games gegen Canario in der No-Till League analysiere. Das würde dann morgen kommen. Gerne in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, Jungs, denkt auf jeden Fall auch dran, gerne Code Morten im Shop einzutragen. Bei jedem Ingame-Kauf, den ihr tätigt, kriege ich 5% eurer Ausgaben. Unterstützt mich extrem, gibt es bald ein fettes Turnier von. Und dann würde ich sagen, Jungs, ich wünsche jetzt wirklich viel Spaß mit den Highlights. Let's go! Jetzt geht's langsam los mit den Goblin-Spellmann. Danke Peter für 400 Bits. Hol dir die ganzen Greybeard-Cakes. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für 4000 Bits insgesamt. Kuss geht raus. Doppeln. Ah, Ego-Kick. Das macht's nicht besser. Wir killen das. Die Colt und Scary Bird, weil kein Bubble hat. Okay. Das ist die Meter, ne? Schmeckt. Poison. Das könnte ein Problem werden. Die Idee muss sterben. Fällt mir. Folgen das einfach. Gutes Game. C9 Sneaky, okay. Good luck. Okay, Baby D könnte viel sein.
Lederwand. Gute Defense. Die eine Welt holt den Turm, let's go! Alter, Niklas, danke für 1000 Bits, vielen, vielen Dank, Alter, der Support! Kuss geht raus, danke für den Support, Alter, was ist los heute? Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, 2100 Zuschauer auch. Wie gesagt, wenn ihr neu am Start, sehr gerne kostenlos reinfolgen. Wenn ihr mich noch ein bisschen mehr supporten wollt, gerne kostenlos mit Amazon Prime abonnieren. Noch gerne YouTube abonnieren. Und wenn ihr mich noch mehr unterstützen wollt, auch gerne Code Morten im CR-Shop eintragen, wenn ihr es wollt. 5% jeder Ausgaben. Das Matchup ist echt nicht einfach. Das ist ein Lucy Poison. Ach man, ich hätte meinen Turm, aber ja, das ist dumm. Ich hätte vielleicht Poison defensiv werfen sollen, aber ich wollte unbedingt den Turm komponieren. Das wär sehr, sehr risky gewesen. Oh shit, Alter. Mann, ist das dumm gewesen. Das Ende. Ja, ich glaube, ich switch das Deck. Danke, Gaming Sermas für 19 Bits, vielen, vielen Dank. Wir warten. Oh ho ho ho! Ja, ich hab den gemisst, leider.
Och man, das wär jetzt schon Free Win gewesen. Ich habe ihn leider gemissklickt. Um ein Teil. Ein Teil Logo. Schmeckt nicht. Soll ich mich nicht? Es ist okay, wir gewinnen es trotzdem wahrscheinlich. Beim besten Matchup, glaube ich. Giant Skill ist broken. In Giant Skill rein. Wir kriegen das hin, meine Lieben, Freunde der Sonne. Oh, Digga, kann dieser Baby denn überleben, sterben, bitte? Wahrscheinlich überleben. Wir werden trotzdem Grey werden, auch wenn er so viel Stuff ist. Poison, Grey Poison einfach drauf. Könnte sehr, sehr aggressiv gewesen sein, war es wahrscheinlich auch. Wir bringen jetzt einfach einen High Giant Skeleton. Das sollte einfach alles abclearen. Oh Digga, das ist die Giant Skeleton Bombe. Okay. Kreuzen wir beide, wir führen. Darkness tankt rein. Oh, Digga, der Poison Spill. Müssen wir mitnehmen. Value. Goblin hat es tot hoffentlich. Zwei Value Dragon jetzt. Ja, ist tot. Nein, die. Oh Digga, die Scan ist. Nein, 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 nein. Das ist insane. Seine Skills connecten gut und unsere connecten scheiße. Scapole. Kia, Digga. Okay. Graveyard, no damage. Dark Prince hinten. Eine gute Situation jetzt, wenn wir James Skelly auf dem Feld haben. Warum sind alle Truppen weggelaufen? Ja, das ist nicht dein Grill, das ist nämlich ein Laberhund. Okay. Ja,
gotta make it, I got things to lose. But when I get a mic crew, we can't get a mic crew. Me, XL, and Hoover, way too viable. With this joint drop, better call the troll. If we do hear the drop, better wait to roll. Okay, das war's. Schade. Ah, die Meta ist halt echt nicht so nice. Es gibt halt wirklich nur Lava und ein Graveyard. Es gibt halt wirklich nur Lava und ein Graveyard, leider. Puh.